Ja, hallo, hier sind wir wieder mit Lord of the Rings, Herr der Ringe. Heute bauen wir das Piratenschiff und wie immer wird mir gleich Thorsten helfen. Freue mich schon, das aufzubauen. Hat nur 756 Teile. Ja, und viel Spaß beim Zusehen. So, da sind wir jetzt zu zweit. Bonjour. Schön, dass Thorsten mir wieder hilft. Natürlich. So, ist das der schöne Karton noch jungfräulich? Ist der klein. Der ist wirklich süß, ja. In unserem Equipment fehlt heute ein Messer und oder eine Schere, also nehmen wir uns eine Gabel zur Hilfe, die genauso schlecht funktioniert. Aber es geht doch mal. Jetzt. So, mal gucken, wie viele Stückchen wir haben. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Also ich bin mal gespannt, wie viele Stückchen. Oh, das sieht aber sehr wenig aus. Wir machen die Parts dann zwei Minuten lang, dann habt ihr trotzdem wieder zu tun. So, die Segel. Ach ja, aus was sind die? Aus Kunststoff? Das ist so ein Filz oder so? Das ist so ein Filz, ja, genau. Ah. Wieder was zum Kleben, was der will. Hat das hier schon einen Namen? Wollte ich ihn noch gefragt haben. Leider nein. Echt, ne? Nee. Also der Herr der Ringe gesehen hat, wird das Schiff kennen. Ich kenne es nicht, weil ich, also in welchem Teil spielt das eine Rolle? Im dritten nur. Im dritten. Ich mache noch kurz ein Foto von dir. Lass mal so. Echt? Das Premiere, das haben wir sonst noch nicht gemacht. Ja. Ich zoome euch doch wieder ein bisschen. Beim Turm haben wir das ja auch gemacht. Ja? Ja. Okay. Das war gar nicht mehr so. Der Turm ist lange her. Wir sehen jetzt mal unser nächsten Projekt mit den Simpsons am Laufen, das wir dann direkt im Anschluss folgen. Aber das sind ja noch 6 Wochen. Ja, aber. Dass du viel Zeit hast, das hat mich echt geärgert, habe ich dir erzählt, ne? Hast du mir erzählt. Andere Methode, zack, zwei Stunden war es fertig. Tüte Nummer 1 ist nur ein, Alter. Ja, sicher, bei so vielen Tüten verliert man schon mal die Übersicht. Und dann trotzdem zwei Pläne? So, Recycling. Es kommt nie auf die Menge an, ne? Ist dann die Frau auch immer. Jump, jump, jump. Oh Gott, Mister. Du musst uns dann auch erzählen, wer die Figuren alle da sind. Ja, natürlich. Das ist ja mein Part. Das ist mein Part. Ja, er ist ja unser Herr der Ringe Spezial. Du weißt, ich wollte Experte sagen und Spezialist und kann mich nie entscheiden. Aber es wird da 1, 2 ja auch ziemlich viel sein. Aber wahrscheinlich kommt hier der Rumpf auch noch auf jeden Fall. Zack! Was wäre auch noch dazu? Das ist Tüte 0. Tüte 0? Da steht nichts drauf. Aber die gehört auch dazu. Bitte. Ja, dann wollen wir uns den mal widmen. So, anfangen tun wir natürlich mit dem Männchenausbau. Ich mach's mal ein bisschen schwieriger. Ich verteile das mal ein bisschen. Hey. Nein, wir wollen uns halt nicht immer stellen, als wir sind. So, Figuren kommen als erstes dran. Figuren kommen als erstes, wie immer. Ach je, da haben wir noch so einen Rumpf. Da haben wir einen Rumpf, da haben wir auch einen Rumpf. Ich will mal die Rumpfe hier. Ja, den. Was ist das hier? Ist das der. Ach, das ist der Bart, ne? Die Beine finde ich immer ganz süß. Also vom, die sind kleiner, oder? Ja, die sind vom Zwerg halt, ne? Zwerg. Der muss ja auch optisch dann noch kleiner werden, ne? Also ein Hobbit dann, oder was? Nein. Nein, nein. Oh, jetzt bringe ich sie alle durcheinander. Ein Hobbit ist ja wieder was ganz anderes. Ja, Hobbits sind keine Zwerge. Genau. Richtig. Die Hater schreiben entsprechendes in die Kommentare, bitte. Ja, Zwerge sind Zwerge. Ach was. Ja. Hast du noch Köpfe irgendwo rumfliegen? Kommt wieder. Mal gucken, welches der richtige ist. Ich denke mal so ein Weiß. Der sieht ganz gut aus. So, dann haben wir hier den Legolas. Allein das sieht schon geil aus. Ach, der hat tatsächlich hinten und vorne Köpfe? Was das denn? Ja, ja, damit hat er einen anderen Gesichtsausdruck gleich, ne? Deswegen kannst du die drehen. Das ist Hammer. Das sieht merkwürdig aus durch den Bart. Oh Gott. Legolas kriegt natürlich seinen. Okay, ich bin wütend. Und seine goldenen Haare. Das ist für die Axt gleich. So, das ist schon mal Legolas. Süß. Ah, ich zoome mal noch ein bisschen näher ran, sonst könnt ihr nichts sehen. Ja, wäre nicht schlecht, das sehen hier. Extreme Close-Up, yay!
einen schönen Legolas. So. Da haben wir den. Das ist das der Elf? Ja, tatsächlich der, die Spaß. Das ist der Elf. Ist das der, der vom ersten Teil an mitspielt? Ja, der spielt auch vom ersten Teil an. Ja, dann kenne ich den vielleicht. Dann ist die Chance recht hoch, dass ich den schon mal gesehen habe. Ja, den ersten Teil habe ich nochmal. Helm. Wo ist der Helm? Habe ich dir da hingelegt. Oh. Ich habe nichts hier. Achso, jetzt ist das Gesicht hinten. Ja, klar. Genau, richtig. Wen haben wir hier? Gandalf. Nein. Nein, der ist Gimli. Gimli. Der kriegt noch eine Axt da drauf. Achso, die habe ich übersehen, ja. Stimmt. Ja. Gimli. Gimli Glöckner ist da. Also er was von Gandalf? Ne, Gandalf nicht hier, wie heißt er? Saruman. Whatever. Du hast den falschen Bein gegeben. Der muss klein sein. Da spricht der Experte. Richtig. Hier ist der Kopf. Oh mein Gott. Du kannst ja schon mal hier Schritt 1. Das sieht so wie eine Fehlbruch zusammenbauen, weiß ich ja. Vielleicht. Kopf auf Fuß, Bein. Vielleicht. So, zwei Orks sind da mit bei. Aber da kommen auch noch Geister und Umbar, der Kapitän des Schiffes, kommt auch noch. Aber jetzt haben wir erstmal vier. Packen wir erstmal weiter. Ein Geisterschiff, das hast du ja schon gesagt. Ja, richtig. Korsarenschiff ist es eigentlich so. Was ist ein Korsar? Korsar sind eben diese Piraten, die den Saruman unterstützen bei dem Kampf gegen das Gute. Gegen das Gute? Gegen das Gute. Auch sein. Ja. Unterstützt mich beim Kampf gegen das Gute. Nach der Werbung. So. Das sind wenig Teile, das ist ein bisschen strange. Ja, wir sind mehr gewohnt, das ist alles. Ja, das ist es. Ey, da fehlt noch was. Das fehlt das Katapult jetzt, ne? Echt? Mhm. Ich brauche Katapult. Nur echte Männer brauchen Katapult. Da kommt kein flacher, sondern... Achso, doch, so doch, einer. Doch. Mhm. Der eine Seite kommt flach und der andere nicht. Na gut, das kann ich ja variieren, also das ist okay. Oh, ich hab Kleben. Ja. Hier ist die Folie, genau. Ich suche mal in die Ecke raus. Ach, komm her. Da kommen diese Holzdinger hin. Ziemlich wenig zum Kleben diesmal. Auch. Wenig Teile bedeutet auch wenig zum Kleben, möchte ich mal behaupten. Ja, das behauptest du jetzt. Das ist ein proportionaler Anteil. Ist aber nicht so bei Lego. Mhm. Gab es mal ein Set, wo du richtig viel kleben musstest? Ja, war, deswegen, ja, deswegen, ja. Echt? Vielleicht sehen wir das ja auch noch. Achso, die kommen hier. Die kommen an der Seite. Ja, genau. Und du brauchst jetzt das hier, ne? Ja, ich bin gerade dabei. Gut, dann kann ich ja schon mal hier diese. So. Dann, 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 dann. Aber von Herr der Ringe gibt es ja auch Lego-Spiele, so Videospiele, nicht? Ja, richtig. Also das kann man dann schön durchspielen, die Geschichte. Es macht auch sehr viel Spaß, habe ich ja schon durchgespielt. Ich wollte gerade sagen, ich höre mit deinen Worten raus, du hast die sogar. Für welche Plattform hast du die? Für den Gameboy wahrscheinlich? 3DS? Für 3DS, genau, richtig. Hm. Genau. Da werde ich mir auch noch der Hobbit zulegen, was es ja auch seit kurzem gibt. Als Lego-Version? Als Lego. Spielen auch, ne? Da gibt es auch Sets zum Aufbauen, aber die gefallen mir nicht so sehr. Hm. Warum nicht? Haben unsere Zuschauer nichts zum Gucken. Ja, ich finde Herr der Ringe einfach cooler irgendwie. Achso, die hast du schon drauf. Ja, ist ja okay. Das ist ja auch eigentlich so die Hauptserie, nicht? Ja, stimmt schon. Gab es zu dem, doch zum Hobbit gab es auch einen Roman, ne? Genau, richtig. Ja. Die Vorgeschichte. Herr Hollywood muss immer ziemlich viel verwurschteln, habe ich den Eindruck. Das fing ja so mit Star Wars damals an.
Da kamen ja die ersten Sachen so raus nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt eine Vorgeschichte machen. Ja, richtig. So. Ich habe auch schon vorbereitet, wie du siehst. Ja, das ist übrigens beweglich hier vorne. Da kannst du dann schwenken. Wie schwenken? Ja. Ja, genau. Ja, so. Ja. Oh, voll der Begeisterte. Ja. Da, guck mal, hier ist, das will ich euch mal zeigen. Ja. Genau. Wir bauen einen Katapult. Und hier, nur mal gucken, dass das in die Karte kommt. Da wird immer der Hinweis. Da ist ein Symbol. Kinder, wenn ihr mit dem Katapult spielt, schießt euch die Kugel näher im Kopf. Ja, ist auch schön, dass das Wahnsinn drauf aufmerksam gemacht wird. Das ist bei jedem Katapult, was aufgebaut wird. Echt? Ja. Auch wenn so Vorrichtungen sind zum Schießen, da sind auch, ist das auch immer. Das finde ich richtig krass. Ich finde es gut. Ja. So, ja. Wobei, wenn wir das Boot fertig haben, das Schiff, wird da auch nicht hinterstehen, für die Nordsee nicht geeignet oder so. Auf der Packung steht ja, ist nicht schwimmbar sozusagen. Auf Englisch. Das fand ich auch so witzig. Kaufst du den DeLorean, ne? Zukunftsreisen hiermit nicht möglich. Ja, richtig. Den gibt es ja auch zum Aufbau. Ja, ist leider ein kleines Set, hat irgendwie nur 80 Teile oder was. Das ist nur so eine kleine Box, glaube ich. Aber trotzdem eine coole Sache. Ja, hatte ich auch schon gedacht. Das ist relativ teuer, so 30, 40 Euro kostet es, glaube ich. Ja, es geht aber. Es geht. Das Set war jetzt auch nicht so teuer. Und die Preis-Leistung stimmt eigentlich immer, finde ich. Ja, das ist... So. Kommt auch drauf an, wie der Mann hinterher ist. Dann relativiert sich das ganz schnell, ne? Ja, wenn du bedenkst, der Ort hängt fast 200 Euro, aber der lohnt sich. Der macht sich sehr gut in meiner Wohnung. Das stimmt. Ah, du machst diese Spitze noch. Ja, ich bin gerade dran. Gut. Dann mache ich hier die Munition hier dran. Genau. Ich habe schon gedacht, so Dieter, das Schloss aus Harry Potter, das Hogwarts gibt es ja auch. Das Hogwarts gibt es auch, ja, richtig. Aber das kannst du nicht mehr bezahlen, weil das nicht mehr im Handel ist, da wollen die Leute richtig viel Asche für haben. Ja, ich habe jetzt geguckt hier, die Black Pearl, ne? Da gibt es ja auch ein Schiff von Lego. Aber das gibt es ja auch so nicht mehr und bei eBay. Das ist krass, ne? Das hat so. Es gibt natürlich andere Plattformen. Aber wollen gleich 400, 500 Euro haben. Ja. Hast du auch die Kanonenkugel reingelegt? Nö, aber... Nö, warum nicht? Aber ich kann euch das ja mal zeigen, wie ich hier draußen beschieße. Da steht, du sollst es nicht tun, Mann. Wow. Wow. Ja, wir werden hier drauf. Ich wollte gerade sagen, hast du in Physik aber nicht gut aufgepasst, mein Freund. Dann geht das. Die Leute, wenn sie damals die Katapulte abgeschossen haben, die haben sich unten unter die Schaufel gestellt und das Ding hochgehoben. Natürlich. So, kommt auch zu den anderen. So, jetzt fangen wir das Schiff schon an. Ja, cool. Womit fangen wir denn an? Mit so einem damit und... Also, die großen Teile sind tatsächlich schon vorgegeben. Das ist halt so Spezialanfertigung. Aber wir können ein kleines Bötchen machen. Im Floß oder was? Das Floß ist eher das, ja. Ja, stimmt. Lucky Baby Finn. Achso, die kommen dann. So. Das war schon der Anfang. Machen wir wie immer Tütchen voll, ne? Ja. Oh Gott. Jetzt müssen wir wieder gucken, welche Größe. Zack. Das ist der. Ist doch nur einer von da. Ja, aber. Ja, was? Du weißt ja letztes Mal. Du müsst ja nur den Turm gucken, dann wisst ihr Bescheid, warum ich das gucke. Ich weiß von nix. Du weißt von nix, ich Mann. Dann kommt der Bursche. So, kannst du dann so drauf schieben. Ich mach dann schon mal. Nö, kann ich gar nicht. Ja doch. Achso, da ist noch so eine Spitze drüber. Oder wie sehe ich das? Die kommen ja hier, wird ja hier reingeschoben. Ne, dieser ist hier, das ist ein anderer. Achso, stimmt. Ja. Gut, dass du das gesehen hast. Ich guck mal kurz, ja. So. Du musst erstmal diese Stange machen, oder? Das ist alles schon da. Achso. Ja, ja. So weit war ich dann doch schon.
1, 2, 3, dann bleibt das übrig. Dann ist das fertig. Ach so. Und das schiebst du dann da drauf. Genau. Zum Aufspießen für den weißen Hai. Ja, oder für was auch immer. Nicht für was auch immer. Das ist nur dafür da. Ich suche nochmal ein Stück wieder raus. So. So. Steuerrad? Da kommt der Mast drauf wahrscheinlich. Man kann sagen, für Steuerrad ist ein bisschen. So. Ne, der kommt genau da dran. Ja, ja, ja. Kann man doch drehen. Mal gucken. Echt, ob das gewollt ist? Bestimmt. Alles bei Lego hat einen Sinn. Sag ich mal. Alles bei Lego hat einen Sinn. Lego ist eine der wenigen Firmen, um die es noch keine Skandale gegeben hat, glaube ich. Das stimmt. Ja. Aber es fällt mir gerade keiner ein. Also wenn ihr ein Lego-Skandal wisst, in die Comments. Bestimmt gab es mal irgendwelche Figuren, die irgendwie pervers aussahen und dann hat man die in Amerika verboten oder sowas. Das mag es bestimmt mal gegeben haben. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Gerade die Amis sind ja sehr prüde, was das angeht. Ja, verstehe ich eigentlich gar nicht. Nö, die meisten Pornos kommen aus Amerika, also genau. Passt das nicht. Ja, ist ja wirklich. Also, auch die Horrorfilme, ne, so. Die richtig brutalen, die kommen auch aus Amerika. Ja. Alles halb so stimmt. So. Aber es ist ja dann nur Film. Ja. So. Also wir wollen jetzt schon hier schön den Untergrund. Das Floß. Machst du den auch noch, dann hast du es wahrscheinlich schon. Ja, mal gucken. Mal gucken, ne? Wenn nicht, lassen wir ihn abbesorgen. Das muss da nicht drauf. Das muss da nicht drauf. Wir können auch, oh nein. Er hat die Spitze kaputt gemacht. Ihr Schweine! Genau, richtig. South Park als Little kommt tatsächlich nie drin. Ja, mal gucken. Das kommt ja später wahrscheinlich. Später. So, das ist die erste, dann kommt das hier drauf einfach. Nee, ein bisschen mehr, genau. Genauso. Ist auch nicht? Genau. Das wäre auch cool. South Park, so die einzelnen Häuser als Serie von Lego. Ja, würde, glaube ich, auch funktionieren. Da gibt es ja auch genug Fans von. Da können sie Springfield auch fertig machen. Der Quickie Mart, Mos Bar. Also wenn ihr in Deutschland die Folge gesehen habt mit Lego, die war richtig klasse. Ja, die habe ich leider nicht gesehen, aber es liegt daran, dass ich kaum Fernsehen schaue. So. Da habe ich die DVDs dann irgendwann, wenn die Staffel denn mal auf DVD kommt. Dieses Jahr soll doch tatsächlich die 17. noch kommen, die Staffel. Mhm, okay. Ja. Deswegen, wir sind 10 Staffeln im Rückstand. Das heißt, in 10 Jahren sind wir da, wo wir heute sind. Das ist heftig. Vielleicht machen sie die 30 voll und dann ist gut. Schauen wir mal. Ist von Herr der Ringe auch eine Art Serie? Irgendwie? Nicht. Nein, nein. Auch nicht trickmäßig? Auch nicht. Comics oder so? Nee. Auch nicht mehr. Also würde ich nicht. Es gab ja nur diese Vorverfilmung von Herr der Ringe, die so ein bisschen animiert war. So. Ja, den kennt nicht. Den kennst du, ne? Den uralten. Ansonsten. Ja, man hielt den Film ja für undrehbar, ne, damals. Genau, richtig. Da war auch noch nicht die Technik so weit, ne? Muss man ja auch bedenken. Ah, heutzutage. Stellst du einen Mann dahin, der wird tausendmal geklont und dann ist gut. Das ja. Siehst du ja bei Star Wars, ne? Die Sachen, die existieren ja alle nicht. Die existieren ja alle nicht. Eine große Leinwand in grün. 7, 8 und 9 freue ich mich aber auch schon. Woraus? Star Wars? Ja. Ernsthaft? Ja, echt jetzt. Ja, das wird man dann sehen, ne? Also ich denke mal, was Star Wars angeht, wird es Leute geben, die es unheimlich toll finden und unheimlich schlecht. Es wird, glaube ich, wenig in der Mitte geben, die sagen, ja, aber okay. Weil das wird die Nationen dann spalten. Das wird wieder so ein Film, der das spaltet, das ist richtig, ja. Ist von auszugehen. Auf jeden Fall, ja. Und dann noch Disney. Aber im Dezember kommt ja erstmal der dritte Teil von Hobbit, der letzte. Und auch der letzte.
Gibt es dann auch noch irgendwelche Pläne zur weiteren Verfilmung? Vielleicht wird das Milderon verfilmt. Mal gucken. Aber das wäre nicht machbar. Also das kommt, glaube ich, nicht. Eigentlich, ne? Das wäre zu viel. Würden, glaube ich, 10 Filme aber nicht mal ausreichen. Das könnten sie dann als kleine Serie machen. Das könnten sie als Serie machen, ja, stimmt. So 10 Folgen, so wie The Dome oder so. Sind die auch immer so kleine. Doch, das kommt. Nee, nimm mal den hier, ich glaube, das ist besser. Wollte ich gerade sagen, das passt irgendwie nicht. Ich glaube, das kommt. So. Das ist vielleicht für später hier irgendwie. Ja, das kommt dann wahrscheinlich drauf, ja. Könnte sein, ja. So. Kommt das mittig? Ja. Könnte mir kaum helfen, ne? Das ist voll doof. Das macht nichts. Ich bin da mehr der Kommentator. Bei den Simpsons habe ich dafür ein bisschen mehr gemacht. Bestimmt, ja. Aber bei Tom konntest du mir dabei helfen. Weiß ich noch. Ja, das liegt vielleicht daran, dass er dreimal oder viermal so viele Teile hatte. Er macht das alles ein, aber er kennt den Plan schon auswendig. Ja. Natürlich. Jetzt kommt zusammen, was zusammengehört. Ja, das ist schon mal der Rumpf. Schön, dass mal ein bisschen hier rüber. Kannst ja mal was machen hier. Sitzt kannst die ganze Zeit nur da rum, ey. Ist ja wie auf der Arbeit. Ich habe gestern den ersten Trailer zu dem Minion-Film gesehen. Ja, ich auch. Der war richtig geil. Ich bin ein bisschen skeptisch noch. Okay, weil? Das hängt damit zusammen, worauf konzentrieren die sich jetzt im Film? Auf das vor New York oder das in New York? Das ist richtig, ja. Wahrscheinlich in New York. Dann ist es okay. Dann wird es gut. Wenn das vorher ist, dann wird es so eine Geschichte Ice Age-mäßig und da habe ich keinen Bock drauf. Mm. Das zog sich dann nämlich und das war langweilig. Aber wenn das hauptsächlich, wenn er das so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde abhandelt, alles was vorher war, ist das okay. Aber wenn das echt zu lange wird, diese Vorgeschichte. Nee, also das denke ich, also das war schon im Trailer ersichtlich, dass die beiden da im drei sind das ja wieder rausziehen, um dann einen neuen Meister zu finden. Ne? Die Idee ist ganz cool eigentlich, ne? Die Idee ist richtig cool, ja. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass sie mit sowas kommen. Du müsstest bei dir auch noch einen dran machen. Ach so, da hinten. Ja. So. Was mich auch gewundert hat, dass er direkt auf Deutsch da war. Stimmt. Der Trailer, ich hab gesehen, guckst du mal an, Englisch verstehst du ja doch ein bisschen und dann auch einmal Deutsch, ich dachte, was ist denn da? Das oder die ist haben auch das, selten, ja. Die haben das vielleicht international auf einen Tag alles, wups. Ich darf wieder kleben. Landkarten. Ja, können wir das hier draufsetzen? Ah ja, so gehört er. Ja, das ist so eine Truhe, ne? Ohne Scharnier, nur mit Deckel. Wobei, nein, doch nicht. So ein gewissen Grad geht's. Und schöne Karten. Also wenn jemand weiß, wo das ist, vielleicht finden wir noch einen Schatz. Der wird dann unter YouTube aufgeteilt. Ja, genau. Aber das ist ja die Seekarte, damit die auch nach Miras Teres blenden. Die Piraten. Aber die kommen ja da nicht an, ne? Also die werden dann abgefangen von Aragorn und der Geisterarmee und Gimli und Legolas, ne? Warum wollen die da hin? Ja, weil in Minas Tirith ist die ganze Armee von Mordor, ne? Also von Saruman und von, Sauron. Die ist ja dahin marschiert und will eben Minas Tirith unterwerfen, ne? Und dann kommen alle dahin, um Minas Tirith zu retten. Okay. Das ist schon richtig geil. Ich muss dir das jetzt glauben. Kannst du dir direkt hier hinsetzen. Vor allem die Szene ist geil, also da kriege ich auch immer Gänsehaut, wenn... Nein, nicht die, nein. Ja doch. Da kommen zwei zurück. Achso. Wenn, wenn die Rohirrim, also die Reiterarmee da auf dem Berg steht, ja, und dann darunter, das ist immer
Ich sehe das schon nach James Bond. Ja, nach James Bond, genau. Ja, dann nehme ich den. Oh, kommt der jetzt hin direkt davor? Sieht so aus, ne? Der kommt direkt heran, oder? Ja, doch, hab schon. Direkt dahin, genau. Ja, genau. So, die kommt. Und jetzt kommen die auch noch. Einer. Einer, erstmal neuer. Bei mir hinten. Ja, die Sachen sind wieder mal über. Nimm ich an. Nee, meinst du? Und blätter mal rum. Kann ja noch was kommen. Da kommt sogar noch was. Ja, das ist aber Tüte 2, oder? Das ist Tüte 2. So, das heißt, wir beenden die erste Folge hier. Ja. Eine halbe Stunde, was willst du eigentlich? Das geht, ja. Sehen wir uns dann am nächsten Tag wieder. Bis dahin.